Ich grüße euch, ihr Lieben. Hier bin ich wieder mit einem neuen Video für euch. Ja, ich habe mir gedacht, wir schauen noch mal rein, was so generell der Sommer noch in der Liebe bringt. Und das mache ich eben mit dem 9er Kartendeck, dass wir hier mal schauen, so generell. Und dann habe ich hier noch eine Botschaft von deinem Herzmenschen. Das heißt, dieses Video ist ja halbzeitlos, es ist nicht auf einen bestimmten Zeitraum, sondern einfach nur jetzt mal noch den Sommer, den restlichen Sommer, wie es hier ausschaut in der Liebe, was du erwarten kannst vor allem, was auf dich zukommt. Ich weiß es auch nicht, ich habe noch nicht drunter geschaut unter die Karten. Ich hoffe, es kommt was Gutes bei dir raus, ist natürlich ja alles offen und es ist ein kollektives Orakel, das heißt, es kann nicht auf jeden zutreffen. Ja, wie immer habe ich alle, also die Karten, die ich verwendet habe, unter dem Video verlinkt. Dort ist auch meine Amazon-Wunschliste und mein PayPal-Spendenlink. Wenn du mir gerne was zukommen möchtest, das Ausgleich, natürlich kein Zwang. Und ich möchte euch auch meine zwei Telegram-Kanäle erinnern, die ich auch unter dem Video verlinkt habe. Das eine ist Claudia Engel Zeitenwende, wo ich alles, was so zur aktuellen Zeit, Nachrichten, Alternativnachrichten und so weiter verlinke. Und der Claudia Engel Lichtarbeiter, wo ich spirituelle Themen teile. An beiden Kanälen verlinke ich auch immer die Videos, wenn du keins verpassen möchtest. Ich muss immer wieder dazu erzählen, weil ja immer wieder neue Leute dazukommen. Es kommt vor, dass anscheinend meine Videos nicht also angezeigt werden, also insofern, dass man keine Meldung bekommt, obwohl man auch das Glöckchen aktiviert hat beim Abonnieren. Deswegen ja, kommt es gerne dazu. Bei Telegram teile ich es immer, dann könnt ihr keins verpassen. Und ja, ich glaube, das war's. Dann legen wir los. Ich bin auch so gespannt, ja. Also ihr könnt das wirklich für alle Verbindungen nehmen, egal ob jetzt Wunschpartner, bestehende Partnerschaft. Ich versuche es eben so neutral wie möglich rüberzubringen, dass es für viele stimmig ist. Es ist halt ein Kollektiv-Orakel, es kann nicht auf jeden passen. Aber eben ich hoffe, es passt für dich und es ist stimmig. Und ja, dann fangen wir doch mal an mit der ersten Karte. Die erste Karte im 9er Deck, die mittlere, ist für mich immer so die Überschrift oder das Hauptthema von der Legung. Und da bin ich jetzt mal überhaupt ganz gespannt, was hier kommt. Oh, und hier haben wir das Haus. Das ist natürlich schon einmal ein gutes Zeichen, weil das Haus steht ja natürlich auch für das gemeinsame Wohnen, für ja die gemeinsame Familie vielleicht, einfach für, ja, kann auch für den Körper stehen, ne, unter anderem. Also auch da vielleicht das gemeinsame Körperliche, ja, unter Umständen angezeigt. Ich weiß es nicht, schauen wir mal weiter. Dann haben wir, oh je, hier haben wir die Mäuse. Die Mäuse sind natürlich keine so schöne beliebte Karte, die immer alles so ein bisschen mehr oder weniger, nicht ein bisschen, sondern mehr oder weniger schwächen. Kommt immer darauf an, welche anderen Karten noch rundherum liegen. Generell stehen sie für die Auflösung. Sie können natürlich auch für die Auflösung von etwas Unguten stehen. Ja, das werden wir jetzt gleich noch sehen bei den weiteren Karten. Deswegen schaue ich auch gleich weiter. Und was haben wir hier? Den Baum. Okay, also wir haben hier zwei Haus und Baum sind für mich beides Beständigkeitskarten. Und hier haben wir die Mäuse. Jetzt würde ich sagen, es könnte etwas an der Beständigkeit knappern. Der Baum steht ja auch für die Stabilität. Oder steht eben für die Stabilität, für gemeinsames Wachstum und so weiter und die Mäuse knappern dran. Aber dass sich das hier schon sozusagen potenziert, ja, durch das Haus und beides sind für mich eben Karten, die die Stabilität anzeigen, können die Mäuse schon gar nicht mehr so viel ausrichten. Es kann vielleicht ein bisschen ungemütlich sein, aber hier ist sehr viel Stabilität angezeigt in den Karten. Und dann haben wir die Lilien. Die Lilien, ja, wie ich es gerade gesagt habe, das Haus steht ja auch für den Körper. Und hier haben wir die Lilien, die auch für die Sexualität stehen. Also kann es schon sein, dass es auf jeden Fall auch zur Sexualität kommt bei euch. Also auch wenn ihr jetzt zum Beispiel getrennt seid aktuell, eben du mit deinem Wunschpartner noch nicht zusammen bist, kann auf jeden Fall eben das anzeigen, dass es zu, ja, Sexualität kommt. Es kann aber eben auch, die Lilien stehen ja auch für die Familie und das wird für mich auch so für Familien natürlich, was auch durch Sexualität geschieht, aber auch generell eben
Familiengründung, Hausstandsgründung, ja. Wie gesagt, ne, wir haben halt leider hier das kleine unangenehme Beiwerk der Mäuse, aber ich kann erst dann sagen, was es genau ist, wenn alle Karten offen sind. Oh, siehst du, und das ist natürlich jetzt gut, ja, weil hier haben wir den Fuchs und der Fuchs, wisst ihr, steht für die Falschheit, steht für Hinterlist, er kann auch für die Klugheit stehen, das kommt immer drauf an, aber ich würde hier wirklich sagen, weil der Fuchs schaut zwar nochmal zurück, aber im Prinzip wendet er sich ab vom Haus, ja, Falschheit geht raus. Falschheit, die wahrscheinlich deine Stabilität angeknabbert hat mit den Mäusen, und das geht jetzt hier raus, ne? Also, vielleicht wird auch wirklich Ungutes jetzt, wie ich schon gesagt habe, es muss nicht immer schlecht sein, weil wenn die Mäuse was Ungutes anknappern, ja, so wie den Fuchs zum Beispiel, dann ist es ja wieder gut, dann haben wir ja wieder einen Vorteil davon. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Was haben wir hier noch? Hier haben wir das Schiff. Ja, super. Also, es kommt Bewegung in die Sache. Es kommt hier wirklich, also, ja, vielleicht nicht zu schnell, eben weil die Mäuse hier liegen, aber doch, es ist in Bewegung. Das Schiff steht ja auch für die langsame Bewegung, aber es ist eben auch die Sehnsucht. Sehnsucht eben, kann auch nach körperlicher Nähe sein, Sexualität, aber eben auch das Familienleben. Es ist hier wirklich für mich immer so beides angesprochen, ne? Gehört ja auch irgendwie zusammen, ja. So, und dann haben wir, okay, jetzt liegt er da, also oder sie, das gilt auch, die Karte gilt auch für eine Partnerin, wenn es bei dir um eine Frau geht, egal in welcher Konstellation, da haben wir natürlich jetzt da den Fuchs drüber liegen, das heißt, ich würde schon sagen, hier werden sich Unehrlichkeiten eventuelle auflösen. Also es muss nicht sein, bitte jetzt nicht jeder glauben, dass der Partner oder Partnerin unehrlich ist oder war, aber es ist halt hier angezeigt, aber es wird hier wirklich zu, ja, vielleicht sogar zu einer offenen Aussprache führen. Etwas wird sich klären, eben die Falschheit geht raus. Vielleicht hat er dir auch immer irgendwelche fadenscheinigen Gründe genannt, warum er nicht in eine Beziehung gehen kann. Und das wird sich jetzt aufklären. Also ich habe schon so den Eindruck, dass hier wirklich um Klarheit geht. Also es fühlt sich auch für mich so an, jetzt gar nicht mal so über die Karten, aber es kommt so von der Energie herein, dass hier aufgeklärt wird und es zu Klarheit kommt und hier wirklich auch ja, zu einer schönen Zeit zu Hause kommt, ja. Also das Zuhause ist ja so das Hauptthema hier. Sorry, es ist ein bisschen laut, ich hoffe, sie hört es nicht zu laut, ich habe die Fenster offen, weil es so warm ist, aber trotzdem es heute Sonntag ist, wo ich das Video aufnehme, ist es, ja, trotzdem laut hier. Also ich hoffe, ihr hört es nicht so stark auf der Kamera. Ja, also da ist wirklich so, siehst du, und da haben wir die Nachrichten. Ich sage ja, also ich habe schon so das Gefühl, es wird sich was aufklären, was euch beide betrifft, was euer Heim und Haus betrifft. Eben, warum konnte er vielleicht bis jetzt noch nicht zusammenziehen? Warum wollte er nicht bei dir sein so richtig? Also irgendwie so diese Dinge und es gründet sich wirklich eine neue Stabilität draus, ja. Also ich glaube nicht, mein Gefühl ist nicht, dass die Mäuse hier eure Stabilität anknappern. Das ist auch, wie gesagt, viel zu stark hier. Also das ist stärker, ja, die Stabilität. Sondern hier werden sich Dinge aufklären, hier werden Nachrichten reinkommen. Und was haben wir noch? Ja, die Roten, ne? Die Gespräche. Ich sage, ich habe so das Gefühl, es kommen aufklärende Gespräche. Vielleicht gibt er oder sie jetzt sogar Sehnsucht nach dir zu, wenn du das vielleicht noch nie so gehört hast. Das jetzt wirklich heißt, ja, ich habe Sehnsucht nicht nach dir. Ich will mit dir zusammen sein. Ich will mit dir Zeit verbringen. Ich will mit dir zusammenziehen. Ja, also dass wirklich solche klärenden Gespräche kommen, eben auch Sachen, die man dir sagt, ich habe Sehnsucht nach dir, ich wünsche mir Sexualität, ich wünsche mir aber eben auch ein Zusammenleben, eine Familie. Ich denke, er oder sie war bis jetzt vielleicht nicht immer ganz ehrlich. Ich will jetzt nicht sagen, dass er oder sie dich angelogen hat, der kann auch sein, ja, im Gottes Willen, ich wünsche es dir nicht, aber es kann sein, natürlich. Einfach auch aber eben nicht ganz ehrlich in dem Sinn, dass er einfach irgendwas verschwiegen hat, nicht gesagt hat oder so. Und da würde ich wirklich sagen, eben kommt jetzt Klarheit dran und eben auch hier haben wir eben zweimal Stabilität, Sehnsucht, es geht was weiter, es geht was voran. Es kommen Gespräche, Nachrichten, also bei denen, wo das jetzt wirklich so brach gelegen ist auch, da könnt ihr euch wirklich freuen, ja, weil jetzt wirklich Kommunikation reinkommt. Ja. Und ich bin jetzt wirklich gespannt, was diese Seite hier, eben die Botschaft von ihm oder ihr an dich ist. Ich hoffe, es passt mit dem zusammen
Und ich werde mal mit den Lennemann-Karten anfangen und mal schauen, was hier liegt. Oh, schauen, es geht weiter. Wir haben hier die Gespräche. Ne? Zweimal Route, also es wird zu Gesprächen kommen. Und hier haben wir die Unklarheiten. Und hier haben wir schon wieder das Haus. Also es bestätigt sich die Botschaft an dich sozusagen von deinem Gegenüber. Ich will mit dir reden, ich will hier Unklarheiten, ich glaube schon beseitigen, obwohl hier die dunkle Seite zu den Routen liegt, ja. Aber es sind nun mal nur drei Karten und da will ich jetzt nicht so streng sein und auch aufbauend auf die andere Legung, eben auf die neue Legung, sagen eben, dass hier Gespräche ins Haus stehen und auch ums Haus gehen, ums Zusammensein wohnen oder wenn ihr eben nicht zusammen wohnen wollt, auch um die Stabilisierung einfach der Beziehung, dass hier eben jetzt mal Gespräche geführt werden, wie soll es weitergehen, wenn das eben vielleicht bis jetzt unklar war, weil er oder sie vielleicht noch in einer anderen Beziehung war, weil es vielleicht noch einen Ex-Partner gibt, der Schwierigkeiten macht, wie auch immer, alles das, es kann natürlich auch noch ganz was anderes sein, was ich jetzt nicht hier genannt habe, aber etwas wird sich klären, hier kommen Gespräche und ich habe so das Gefühl, du bist vielleicht schon wirklich lange so, ja, auf dem, wie sagt man denn da, ja, in der Warteposition oder du wartest auf Erklärungen und kennst dich gar nicht aus, was hier los ist, dir wird nichts erklärt, ne? Dann kommen jetzt wirklich hier Erklärungen rein, die sich, ja, die für dich, ja, alles klären werden, ja. Das würde ich dir natürlich wünschen. So, und jetzt haben wir hier, genau, bei den Liebesengeln haben wir die Finanzen und Karriere. Ich sehe es wieder so schlecht, ich sitze da auf der Seite. Es wird eh bald ein Ende haben und bald kann ich dann, ja, in meiner neuen Wohnung habe ich wieder einen Platz, einen Tisch, wo ich die Videos machen kann, dann kann ich euch das auch besser zeigen. Ja, also Finanzen und Karriere, das kann natürlich wirklich sein, dass es auch um das ging, weil wir haben hier auch gleich nochmal die Kinderkarte, was ich doppelt spannend finde, weil das passt natürlich hier sehr gut rein. Es geht vielleicht um eure zukünftige Familie, es kann aber auch um seine gehen, dass er oder sie dir etwas verschwiegen hat, dass er sich noch um Kinder kümmern muss, finanziell vielleicht. Alles dies kann auch eben zu der Klärung beitragen, für das, eben, was jetzt da auf dich zukommt, vielleicht klärendes Gespräch. Ja. Also das ist wirklich auch eben, dass er Kinder hat, was er dir nicht gesagt hat und jetzt muss das halt geklärt werden. Wegen einer Trennung von der Ex-Partnerin oder ist schon getrennt und muss das jetzt einmal endlich wirklich in Angriff nehmen, dass das auch alles schön geht, vielleicht mit Besuchskontakten, mit Unterhaltszahlungen, wie auch immer, ja. Das würde mich aber wirklich auch sehr, sehr interessieren, also generell, ja, ob das bei euch so zutrifft, vielleicht, ja, könnt ihr mir auch mal später noch ein Feedback schreiben, weil das ist natürlich, der Sommer ist ja noch länger, noch bis fast Ende September, also das würde mich wirklich interessieren, ja, ob das bei euch so zutrifft und schauen mal, und das ist halt toll, wir haben hier auch die romantischen, ich kann es nicht gerade halten, sorry, die romantischen Gefühle, ich sage ja, es kommt jetzt etwas in Gang, in Schwung, dass eure Beziehung betrifft, damit es eben jetzt wirklich fester wird, damit es stabiler wird und da können wir mal das Außen auch dazu. Man kann das nicht ausblenden und ich denke mir, dein Gegenüber hat sich gedacht, okay, ich kann vielleicht vieles ausblenden. Ich kenne das auch ja, aus eigener Erfahrung, aber auch von anderen, dass oft die Partner versuchen, dann so alles auszublenden, was so irgendwie unangenehm ist für ihn selber, aber auch was für dich unangenehm werden könnte, aber das bringt halt nichts, weil man kann noch Partner, Ex-Partner, Kinder und so weiter, familiäre Verpflichtungen einfach nicht auf Dauer ausblenden, das geht nicht. Und da ja, wird es Zeit jetzt wirklich für ein klärendes Gespräch. So, und dann habe ich noch die Liebesorakel-Botschaften von Herzen. Und da haben wir als erstes, du willst etwas auf Biegen oder Brechen erzwingen. Lass den Dingen Zeit. Ja, vielleicht hast du das auch in der Vergangenheit, dass du wirklich immer wissen wolltest, was ist hier los, warum bist du so komisch, warum erzählst du mir nicht alles, ja, dass du das zu deinem Partner, Partnerin gesagt hast. Aber eben, ne, also jetzt hast du lange genug gewartet und jetzt wird es Zeit, ja, dass sich da was zeigt, ne, und sagt. Und er oder sie was sagt. Du wirst mehr geliebt, als du dir jemals vorstellen kannst, denke stets daran, ich liebe dich. Das ist natürlich jetzt wieder der Knaller für diese Botschaft, das ist ja das, was von deinem Gegenüber kommt. Du hast hier die Bestätigung, du wirst geliebt, er oder sie liebt dich wirklich von ganzem Herzen und du hast lange Geduld gehabt und es ist auch für mich
in meinen Augen irgendwie ein Dank dafür. Schau, ja. Und als letztes haben wir das. Die Antwort lautet ja. Also besser geht's ja nicht. Ein Ja für eure Beziehung. Ein Ja für, dass mehr Stabilität reinkommt bei euch. Also du kannst dich wirklich freuen und ich freue mich auch wirklich sehr mit euch mit. Und ich hoffe natürlich, dass viele dabei sind in der Legung, dass auf das auch viele zutrifft, dass es jetzt stabiler wird bei euch, dass Gespräche kommen und dass man endlich wirklich ja, zueinander findet. Das freut mich ganz besonders und wie gesagt, hinterlasst mir gerne auch einen Kommentar oder schickt ja, schreibt mir das vielleicht auch später, ja, das wäre überhaupt interessant. Und ja, dann vergesst nicht, das Video zu liken, zu teilen, zu kommentieren und natürlich auch gerne meinen Kanal abonnieren. Und dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Alles Liebe, tschüss, baba.